Gears of War Judgment Folge 2, immer noch Daniel und ich im Koop und ich bin der Beste, steht hier. Alle auf dem Balkon wurden ausgelöscht, Sir. Wirklich alle? Loomis schickt uns. Wo sollen wir hin? Ihr seid keine Onyx. Ich schon. Sie auch nicht, Kadett. Bleibt hier und verteidigt diesen Bereich. Der Ostflügel wird gerade zerlegt. Aha. Sophia ist von den Onyx-Wachen eine. Was sagt uns das? Die Maden graben Tunnel zur Haupthalle. Macht sie fertig, bevor ihr weiter vorrückt. Onyx-Wachen sind so Elite-Kämpfer. Also die Wachen von den Oberen da. Der Kielertrupp sagte aus, die Onyx-Verteidigungsanlage seien mangelhaft gewesen und das Nemaxisten das Museum infiltriert hätten. Nemaxisten nehmen am Bodenangriff teil. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Super, wir sind die erste Verteidigungslinie für die Onyx. Zeigen wir denen, was normale Soldaten drauf haben. Oh, cool. Hier kann man jetzt so Geschütze aufstellen. Etwas hatte den Himmel völlig eingenebelt. Überall waren Nemaxisten. Kein Wunder, dass unser Funk im Eimer war. Das ist übrigens auch das, was ich der Zar damals dachte. Da steht schon eins, okay. Der Zar Nikolaus, der hat sich nämlich auch gedacht, oh nee, Marxisten. Wie ist der? Was hab ich denn hier für dumme Waffen? So, ich will eine Lancer und ich will eine Sniper. Da gibt's nur die Nasher, nehme ich jetzt auch mal. Hast du eine Sniper hier irgendwo rumliegen sehen? Nee, boah, ich hab immer noch diesen Hammerburst-Quatsch. Schnell weg damit. Tauschen. Lancer, was gibt's noch? Hammerburst brauche ich nicht, will ich nicht. Shotgun ist auch doof. Ja, vielleicht ist so eine Shotgun doch gar nicht so schlecht. Halt! Wir können theoretisch diesen Countdown auch noch abbrechen, aber ich glaube, wir brauchen jede Sekunde hier. Haben wir jetzt an beiden Seiten so ein Geschütz, ja, oder? Ich habe jetzt halt eins halt hier in die Treppe gestellt. Ich hoffe, das kann auch nach unten ein bisschen schießen. Wie macht man denn die Granaten noch an die... Achso, warte mal, ich halte einfach Dings gedrückt, wenn ich so gedrückt halte. Und dann... Genau. Ha! Okay! Also von mir aus... Let's do this. Let it roll. Rollin, rollin, rollin. Können wir das denn gleich zusprengen? Das Emergence Hall? Ich versuch's mal, aber ich habe keine Granate. Wo gibt's denn Granaten? Da waren welche in diesen Kisten, aber es kann sein, dass ich die alle geklaut habe. Das ist ja eigentlich deine Aufgabe. Das ist normal mein Job, ja. Einfach mal alles klauen. Daniel und ich haben ja zusammen das dritte gespielt, das dritte Gears. Und ich bin bei diesem Endkampf gegen die große Biene total verzweifelt, weil ich die ganze Zeit am Heulen war, es gibt hier überhaupt keine Munition, das ist so schwer. Fuck. Und Daniel und Yassin, der mitgespielt hat, sind die ganze Zeit nur rumgelaufen, um mir absichtlich jegliche Munition zu klauen. Ja, du musst halt auch mal lernen, dass es auch ohne Munition geht. Wieso klebt denn da eine Granate an der Wand? Wieso explodiert die nicht? Das ist halt nur so eine Tripwire. Ach so, einer bist du. Ah, du mehr. Wow. Ich brauch mal wieder Munition. Oh, ich auch. Ja. In der Mitte flackt welche. Ah. Jetzt explodier halt endlich, du blöder Explodierhansel. Ja, die original Explodierhansel. Ist es einer von den Original-Explodierhansel? Ja. I see. Wir haben noch mehr. Die kommen gleich auf der anderen Seite hoch, dass die links. Man muss diese Geschütze dann auch wieder aufmunitionieren. Ach so. Die sind dann nämlich am Erlahmen und dann genau richtig. Oh, das ist ja geil, das ist ja wie bei Dings dann, wie bei Alien 2, also Aliens. Colonial Marines? Nee, das ist das Gute mit Aliens, wo man nicht selber spielen muss. Ach, dieser Film oder was? Richtig. Was machen denn diese Nemaxisten? Ach nö, Marxisten. Nemaxisten. Ja, war's das jetzt oder was? Ich habe noch keinen Marxisten gesehen. Man erkennt die aber auch so schlecht, die sind ja immer so Infiltrierer und so. Saving Profile, wie? Ja, bei mir auch. Ah, nächste Welle in 28. Ja, gut. Dann schnell nochmal die Geschütze, dann. Nein, nicht Hammerburst, nein, oh Gott. Wenn ich nur wüsste, wo es Granaten gibt.
Ich glaube, die waren nur einmal in der Mitte auf diesen Kisten hier und jetzt ist die ist hier leer. Ist ja schade. Dann munitioniere ich mal das untere Geschütz oder machst du das schon? Munitionierst du das auf? Das rechte, das ist voll und das linke zeigt zumindest nicht an, dass es leer ist, also wird es auch voll sein. Warte, aber hier flackt noch Munition so rum, dann nehme ich die mal mit. Here they come. Oh, da ist ein Scorcher. Aber nicht statt der Lancer. So. Da waren noch Granaten. Direkt vor dem rechten. Diese Matrix-Elektroquallen, die nerven mich auch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich nenne sie jetzt mal Martin. Meinst du? Ja. Aha. Burn, bitch. Oh, ich bin im Arsch. Komme. Ach, danke. Sophia. Passt schon. Sophia ist ja im Multiplayer. Ich habe schon ein bisschen in den Overrun-Multiplayer reingeschaut. Da ist die Medic-Klasse, deswegen macht die das auch besonders. Au! Sag ich mal, siehste? Top. Top-Mitarbeiterin. Während du dich hier von den Ladies verarzten lässt, knall ich hier einen Boomer nach dem anderen ab. Wie im echten Leben. Ich stell mal das Geschütz wieder auf. Da sind... Au! Nee, Maxis. Au! Au, au, au. Das sind so... Das heißt, die sauschwer treffen sind? Finde ich gar nicht. Bisschen wie beim Tontaubenschießen. Das Geschütz braucht Munition. Machst du schon? Ja, ja. Boah, das ist ein Boomer, der das nicht so gut findet. Gewesen. Nein! Na toll. Perfect Reload, verkackt. Verkacke ich immer übrigens. Aue, aue. Hab keine Munition mehr. Okay, ich bin schon wieder down. Oh nein, oh nein, oh nein, da ist der Grinder auch gleich. Hilfe, Hilfe. Wo bist denn du? Ich komme. Sophia hat mich schon wieder vorbildlichst gerettet, aber es kommen die brechen hier durch. Ich habe eine Preiskiste erhalten. Ich bin kaputt. Sophia, danke. Achtung, da ist noch einer. Was? Nix. Bam. Geschafft. Alle Verstärkungen schnellstens in den Ostflügel. Black 4 wird hier fertig gemacht. Hammered heißt doch betrunken, oder? Oder was heißt es bei dir? It's getting hammered. Wenn wir uns nicht beeilen, überleben sie nicht. Black 4 wird hier fertig gemacht, hieß es. Aha. Also offenbar, wobei, das kann ja auch was mit Betrunkensein zu tun haben. Bei mir ist es getting hammered. Bin erneut neidisch. Oh, warte mal, da war der Arkbow. Zeit für ein Bow off. So. Fortfahren. Also jetzt musst du auch noch kommen. Wo fahren wir hin? Oh, nur noch 9 Sekunden. 4. Ja, sonst bist du raus aus dem Team. Na toll. Oh, neuer Charakter, Min. Oh, cool. Das ist doch hier der Vorgesetzte aus dem ersten Gears, der dann gleich stirbt. Oh, Spoiler. Ich bin bestimmt wieder der schlechteste Polizist. Tch. Toll. Ja, aber immerhin auch der König des am Boden rumflackens. Black 4 sagte, dass sie den Ostflügel verlieren würden. Er erwähnte aber nicht, dass der Weg dahin schon überrannt war. Da kann man wieder declassifyen. Hey. Was hast du gesucht? Da gibt's Granaten, die ich hätte aufheben können. Aber kann ich immer noch machen. Der Kilotrupp traf auf Locust, die mit 9 MK2 Lancer-Sturmgewehren ausgestattet waren. Lancer-schwingende Zyklopendrohnen in der Gegend. Klingt wie so ein Schlageralbum. Die Maden nehmen Helvo Bay offensichtlich sehr ernst. Sie setzen eine Art Elite-Stoßtrupp ein. Die tragen komische einäugige Helme. Weiß der Henker, warum die so gut zielen können? Das klingt vor allem auch wie ein Straßenschild in dem Land, wo man sie nicht kennt. Wo sich da denkt, oh Mann, der Lonely Planet hatte recht. Hab ich den getroffen? Ich flankiere den mal. Oh, da sind Lancer-schwingende Zyklopendrohnen in der Gegend.
Was machen wir jetzt? Erstmal in Deckung gehen. Ich versuch's mit dem Arkbau, aber... Ich versuch's mit der Granate. Komm, bam! Sauber. Ihr Pfeifen hier. Die einäugigen Pfeifen. Ja, und weißt du warum? Weil die mit ihrem einen Auge nicht den Abstand zum... zur Granate erkennen. Dann gucken sie auf die Granate mit ihrem einen Auge und überlegen noch, hä? Sind es 5 Meter, sind es 3 Meter? I don't know, I can't say. Idioten. Echt. Aber im Stimmbruch waren sie eindeutig schon mal. So, den will ich jetzt mal exekutieren, damit ich auch mal was erreicht habe im Leben. Ich hab ihn der Späßle wieder aufgestellt, oder? Aber der eine flackt doch jetzt rum. Vielleicht bin ich tot. Ich bin tot. Nee, bin ich nicht. Das ist ein Geben und Nehmen hier. Ich frag mich, wie dies. Also, ob man da wirklich was davon hat, die Kampagne ohne dieses Declassifying zu spielen. Ja, man kann sie dann nochmal spielen. Übrigens, man kann. Wir kriegen immer die silbernen Sterne, weil wir es auf normal spielen. Man kann es aber auch. Auf Hardcore kriegt man dann goldene Sterne. Ja, super. Goldene Sterne. Wie bei Mario. Was liegt denn hier? Lehnt irgendwas an der Wand, nämlich... Yeah, Mann! Die Longshot ist im Haus! Die magst du, gell? Die Moggy. Die Moggy. Jetzt guck halt mal. Der guckt nicht. Sauber. Ach. Hey, der war für meine Granate gedacht. Das ist so eine geile Waffe. Wo sind sie denn noch? Ach, er hier, der gehört doch gar nicht dazu. Er läuft hinter uns her, hey! Wer denn? Der da! Schau's mal an! Mitläufer oder was? Wo denn? Der ist neu im Krieg. Ich komm mal mit euch mit, okay? Ja. Aber du hörst gar nicht so, ist mir egal! Ihr gewinnt's! Da kommen sie! Und da kommen sie! Nein, das war doch ein Kopfschuss! Nein, er wird daneben gedrückt! Ich mach mal das, wo ist denn das Hole? Kann ich das zumachen? Immer so ein Hole zu machen. Okay, vielleicht nicht unbedingt. Okay, dann eben das. Fuck! Dankeschön, wer immer das war. Kannst du mal mir den Rücken decken? Ich bin gerade damit beschäftigt, von Ratchets zerhackt zu werden. Ja, die zerhacken mich nämlich auch gerade. Ist da noch einer durchgekommen? Nee. Einen habe ich noch. Da ist irgendwo ein Mauler. Mauler! Von hinten! Was? Mauler! Achso, ich dachte, diese Schildkröte aus der unendlichen Geschichte. Oh, okay. Die uralte Mauler! In die Haxen. Wir hatten nichts mehr von Black 4 gehört. Wir würden entweder Servus. Auf Leichen oder ein Gefecht stoßen. Oder einen Hinterhalt. So, war's das? Wieder gewonnen? Ich glaube, wir haben gewonnen. Hier geht's weiter, wo die uralte Morla rauskam. Ich finde es schön, dass da immer so viele Sachen aufploppen, dass wir so gut gespielt haben. Mit Freude schöner Götterfunken wäre es noch ein bisschen besser. Das stimmt, das würde das Spiel echt noch besser machen. Ha! Ha! Haha! Siehst du? Ich glaube, mit diesem unglaublichen Triumph Daniels beenden wir diese Folge und in der nächsten Folge ist er dann wieder die rote Laterne. Bis dann. Ciao. Und die goldene Ananas. Servus.